So, ich lese, dass ich online bin. Bin ich online? Ich hoffe, ihr hört mich alle. Sie hören mich, können mich auch sehen. Ich begrüße recht herzlich alle Teilnehmer an diesem Agilsmart 38. Wieder einmal ein Agilsmart mit live. Live wie jeden Dienstag, 20 Uhr. Können Sie teilnehmen, können Sie Fragen stellen. Können Sie mitdiskutieren und können sich zum Thema Leben ohne Krankheit, wie ich hoffe, weiterhin umfassend informieren. Hier, dieses Agilsmart wird aufgezeichnet und jeder, der zu diesem Termin nicht teilnehmen kann, der hat die Möglichkeit, über die Aufzeichnung die Informationen aufzunehmen. Sie bekommen dann alle, sowie die Aufzeichnung fertig ist, eine Nachricht von mir. Das dauert meist nicht lange und dann können Sie diesen Beitrag mit erfassen, aufnehmen, zu dem Zeitpunkt, wo Sie es wollen. Das geht über den geschützten Bereich, so wie Sie es gewöhnt sind. Und ich muss auch sagen, Sie können alle Anteile, alle Teile, alle Agismart bis jetzt, also bis zur Nummer 38, dann immer über ulrich-mtc.de/ Agilsmart Basic sehen. Auch diesen Link finden Sie in meinen Einladungen bzw. meinen Benachrichtigungen und auch natürlich bei den Aufzeichnungen. Ja, heute geht es darum, wie Sie es auch schon in der Einladung gelesen haben, was bringt Leben, was bringt Wasser, was bringt Wasser für unser Leben? Ich habe ganz großspurig geschrieben, Wasser ist Leben. Und dieses Thema ist auch unglaublich umfassend. Wir wissen ja zumindest seit Strive Movement, dass Zugang zu sauberem Wasser ein Teil ist, der Menschen geboten werden muss, um zu gedeihen. Ein Teil neben guter Ernährung, neben Zugang zu preiswerter Energie und neben Zugang zu Bildung. Das ist also Wasser ein wichtiger Bestandteil. Wir wissen natürlich, dass eine Menge an sauberem Wasser hängt und gerade ein Teilnehmer von uns, der Dr. Gerhard Ernst, er bemüht sich nun schon seit Jahren und ist auch erfolgreich dabei, in seinem Umfeld, dass dort sauberes Wasser und nicht vergiftetes Wasser, nicht mit Uran belastetes Wasser zur Verfügung gestellt wird. Und er hat unglaubliche Widerstände zu überwinden gehabt. Aber er ist ein Sieger. Er hat es geschafft, dass sich die Verhältnisse in seiner Region, in Sangerhausen, verbessern. Ich gratuliere ihm zu diesem Erfolg. Nun geht es aber nicht nur um sauberes Wasser. Sie werden staunen. Ich denke mal, das saubere Wasser ist erstmal die Grundlage. Und denn Wasser hat noch andere Fähigkeiten. Mit diesen sogenannten Anomalien des Wassers beschäftigen wir uns ja schon lange. Wenn wir im Physikunterricht aufgepasst haben in der Schule, dann wissen wir, dass Wasser bei 4 Grad Celsius die größte Ausdehnung hat. Welche Flüssigkeit gibt es noch, die erkaltet und dann sogar erstarrt, nämlich Eis wird und dabei aber eine geringere Dichte hat? Wir alle sehen das. Wasser schwimmt oben auf dem Wasser. Zum Beispiel im Meer schwimmt der Eisberg auf dem Wasser. Und auch wenn Sie Eiswürfel in das Wasser werfen, sehen Sie das. Aber Wasser hat noch mehr Eigenschaften, nämlich Wasser hat eine Speicherfunktion. Und damit beschäftige ich mich selbst auch schon lange, dass eben sauberes Wasser auch eine Speicherfunktion hat. Und aufgrund des Speichers, der sich, oder Speicherinhalts, der sich auf uns, die wir das Wasser als Trinkwasser zum Beispiel zu uns nehmen, wir bestehen ja zu 80% aus Wasser. Diese Speicherfunktion, die kann positiv, aber auch negativ sich auswirken, je nach Speicherinhalt. Und so weiß ich auch, dass wir Wasser in der Zivilisation reinigen können. Wir können das klären. Wir haben hochgestochene Verfahren, hohe Technologie, um Wasser sauber, reinst zu machen. Und trotzdem ist noch die Information darin. Das weiß ich also auch schon lange und bemühe mich, diesen Nachteil der Zivilisation, wo eben Wasser auch in Berührung kam, zum Beispiel mit Benzol, Benzin, und damit zwar von dieser Substanz gereinigt wurde, im Klärungsprozess, aber die Information ist noch drin. Und der begegne ich
und das macht meine Familie schon seit über 20 Jahren, mit so einem Trichter. Da ist nichts anderes drin als ein Magnet. Dieser Trichter heißt Aquator. Und wenn wir gießen also alles Wasser, was wir trinken, durch diesen Trichter, das macht meine Familie schon über 20 Jahre. Und wir denken, dass wir da den Gefahren der negativen Informationen, wie zum Beispiel von Bezollringen, entgehen können. Nun gibt es noch eine ganze Menge von Dingen mit Wasser. Man kann sich zum Beispiel mit Wasser infizieren, obwohl es reinst ist und gar kein Erreger darin ist. Zu diesem Thema gibt es umfassende Forschungsergebnisse. Wissenschaftler der ganzen Welt forschen daran und haben eine sagenhafte Menge von überraschenden Ergebnissen gebracht. Und wenn Sie in den Chat sehen, habe ich Ihnen dort einen Link abgelegt, der hinter dem verbirgt sich wieder ein, wie ich meine, sensationelles Video. Ich war so überrascht, als ich dieses Video mir angesehen habe vor einigen Tagen über die Ergebnisse. Einiges wusste ich, aber gerade die extremen Dinge, die dort an Forschungsergebnissen gebracht wurden, die waren mir nicht bekannt. Und so denke ich, wird es Ihnen auch gehen. Und ich denke, wenn Wasser Leben ist und wir uns ja über Leben ohne Krankheit beschäftigen, dann wird das Wasser auch beeinflussen, ob wir Leben ohne Krankheit erreichen oder nicht. Und zwar nicht nur die Qualität im Sinne von Toxinen, die drin sind oder nicht, oder Erreger, die drin sind oder nicht, sondern auch im Sinne der Informationen. Lassen Sie sich überraschen, sehen Sie sich dieses Video an und ich kann Ihnen schon sagen, Sie werden an vielen Stellen sehr, sehr überrascht sein, aber Sie werden auch am Ende noch viele offene Fragen haben. So ging es mir zumindest auch. Ich habe mir vorgenommen, im nächsten Agilsmart dann darauf einzugehen, wie wir diese Informationen verarbeiten, die in dem Video kommt, also die wissenschaftlichen Ergebnisse. Und ich habe auch schon einiges aufgestellt und aufgeschrieben und notiert. Das möchte ich Ihnen gerne als Empfehlung geben, welche Schritte wir gehen können, um diese Informationen einzusetzen, um besser zu leben, um eine bessere Lebensqualität zu haben. Also Wasser ist Leben. Ich möchte einfach sagen, Wasser ist auch Lebensqualität. Jetzt gehen Sie nicht gleich in das Video, sondern bleiben Sie bitte noch dabei. Ich möchte nämlich die Gelegenheit nutzen. Vorab noch etwas anderes. Seien Sie nicht ungeduldig, also das möchte ich gleich den Ungeduldigen unter Ihnen sagen. Das Video ist relativ lang, aber es hat eine ungeheure Informationsdichte. Das heißt, der Neuigkeitsgrad ist sehr, sehr groß. Und ich denke, der Nutzen für uns in Richtung Leben ohne Krankheit ist sehr, sehr hoch, der uns über dieses Video gegeben wird. Also bleiben Sie dabei, sehen Sie dieses Video an, in aller Ruhe konzentrieren Sie sich auf den Inhalt. Und vielleicht haben Sie hier und da Fragen und die können Sie mir auch stellen. Genauso wie Sie jetzt hier im Chat, das ist rechts im Bildschirm, können Sie Fragen eingeben. Meine Assistentin und meine Frau Renate liest den Chat mit und wird dann die Fragen, wenn sie der Meinung ist, dass es Fragen für die Allgemeinheit sind, wird sie es unterbrechen, mir die Fragen vorlesen und ich werde versuchen, sie zu beantworten. Wenn es Fragen sind, die nicht die Allgemeinheit interessieren, werden, dann beantworte ich die Fragen per E-Mail. Also schreiben Sie auch Ihre E-Mail-Adresse mit zu der kurz gefassten Frage. Die muss nicht toll formuliert sein. Stichwort reicht. Die E-Mail-Adresse bloß mit dazu, dass für den Fall, wenn es nicht von allgemeinem Interesse ist und ich das hier nicht abhandeln kann, ich Ihnen das per E-Mail beantworten kann. Ja, Sie haben ja auch gesehen in meiner Aussendung zu diesem Agile Smart und in weiteren werde ich das auch tun, dass Sie eine Kommunikationsmöglichkeit zu mir haben. Das ist einmal das E-Mail und zum anderen können Sie sich aber auch einen Telefontermin oder einen Chat-Termin heraussuchen. Das passiert über die angegebenen Links, die Sie auch in jeder E-Mail von mir, die gleichzeitig Einladung zum Agile Smart sind, bekommen. Ja. Also noch nicht zum Video jetzt gehen. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, zumindest auf Fragen einzugehen, die in der letzten Zeit bei mir angelangt sind. Und ich bitte meine Frau gleich, die Fragen, die sozusagen im Vorfeld dieses Agile Smart bei mir per E-Mail gelandet sind, der Reihe nach vorzulesen. Und ich versuche sie hier zu beantworten. Bitte sehr. Ja, ich habe hier Gerhards Frage. Er fragt: Ich lese im Internet eine Menge Projektbezeichnungen Ihrer Tätigkeit und Produkte. Sehr geehrter Herr Dr. Ulrich, ich meine damit Agile Pax, Agile Private, Agile Flow und einige mehr.
Was bedeuten diese? Was steckt dahinter? Ja, ich freue mich über die Frage und ich denke, dass die Antwort auch einige andere noch interessiert. Und zwar habe ich im Laufe meiner beruflichen Entwicklung habe ich immer wieder mit der Frage nach schmerzfrei Leben bzw. Leben ohne Krankheit, nach Methoden gesucht bzw. nach Verbesserungen gesucht. Die können gerätetechnischer Art sein, die können methodischer Art sein und die können auch technologischer Art sein. Methoden gesucht oder Produkte gesucht, die geeignet sind, Menschen, die bereits krank sind, zur Gesundheit zu bringen, die Krankheit zu besiegen und das ohne Risiken, Gefahren und Nebenwirkungen, beziehungsweise Menschen, die krank sind und Entschuldigung, die gesund sind und nicht krank werden wollen, die ihre Gesundheit erhalten wollen, dass die das auch einsetzen können, ohne Risiken, ohne Gefahren und ohne Nebenwirkungen. Und wie Sie ja wissen, tut sich auf der ganzen Welt eine ganze Menge mit neuer Entwicklung und neuen Methoden. Sie haben ja schon einiges, wir sind ja nun schon bei Agile Smart 38, einiges kennengelernt, was eben die großen Herausforderungen unseres Lebens, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Infektionserkrankungen und Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat, die uns alle eben stark berühren, darunter sind die Todesfallursachen Nummer 1, 2 und 3. Also ganz, ganz ernste Erkrankungen. Und wir müssen uns vor diesen Krankheiten schützen, beziehungsweise wenn die uns erreicht haben, müssen wir sie erfolgreich besiegen können. Und dazu auch Methoden einsetzen, die nicht wiederum selbst größere Gefahren hervorrufen. So, und so habe ich das strukturiert. Und ich möchte vielleicht mal der Reihe nach auf die Begriffe eingehen. Diese Markenzeichen, die habe ich mir patentieren lassen und habe sozusagen verschiedene Abläufe und Produkte zusammengestellt, die ich sozusagen dann unter dem Begriff Leben ohne Krankheit bzw. schmerzfrei Leben zusammenstellen konnte. Da ist zunächst erstmal Agil Pax. Das ist vielleicht, das kann ich ganz kurz machen, vielleicht nicht für jeden interessant, aber im Krankenhaus, in Arztpraxen werden sehr, sehr viele Bilder, und zwar Milliarden von Bildern, erzeugt und die muss man wiederfinden. Und somit steht Agile Pax für Agile Picture and Archiving Communication Systems. Eine komplexe Software, mit der ich arbeite, die ich installiere in Krankenhäusern und die ich auch weltweit installiert habe und wo ich auch ein bisschen mein Profil gefunden habe, sagen wir als Leader auf diesem Gebiet, weil wir sehr innovative Software haben. Das ist also ein Archivierungssystem, was Ärzte nutzen und weniger, sagen wir mal, der Laie einsetzt. So, dann das Agile Smart. Das ist das, woran wir jetzt gerade hier sind. Ich nenne das, worüber wir jetzt hier reden, Teil des Agile Smart Basic. Agile Smart steht für die ganze Wissenskomponente herum und für die Informationsweitergabe an Patienten, an Laien, aber auch an Spezialisten, an Fachleute wie Ärzte zum Beispiel und Heilpraktiker. Darunter verstehe ich Agile Smart. Das Agile Private, das kennen Sie unter der Beschreibung Einsatz der Hochtonfrequenztherapie durch Patienten selbst. Da gehört zum Beispiel das Gerät Evotone Premium dazu und alle weiteren Dinge, die damit zusammenhängen, nämlich dass ich durch Selbstbehandlung, Einsatz der Hochtonfrequenztherapie meine Krankheit verhindern bzw. ohne Nebenwirkungen, wie zum Beispiel bei Schmerzen und deren Ursachen, diese beseitigen kann. Ja, Agile Pro ist dann das Gegenstück zu Agile Private. Agile Pro steht für Professional. Dahinter verbirgt sich ein Gerät, das hat den Namen Agile Pro, was in Arztpraxen, Krankenhäusern und Physiotherapien und auch bei Heilpraktikern eingesetzt wird. Das ist sozusagen ein stationäres Gerät zum Einsatz der Hochtonfrequenztherapie. Also auch hier wiederum eingehalten die Linie, ohne Risiken, ohne Gefahren, ohne Nebenwirkungen und auch immer gegen die Ursache der Erkrankung sowie gegen die Erkrankung und die Symptome selbst. Agile Add, da geht es um Nahrungsergänzungen, die uns helfen, gesund zu bleiben, beziehungsweise den Körper zu unterstützen, während wir vielleicht eine Krankheit heilen, zum Beispiel mit einer anderen Methode, und unterstützend. Agile Add ist zum Beispiel das Programm von Kajani mit den Substanzen aus der Natur, mit den Säften, mit den Beerenextrakten, mit den Nitroxiden,
Oxid, das heißt, dass Stickmonoxid im Körper erzeugt wird und darüber unsere Gefäße, nämlich die Arterien, über 100.000 Kilometer im Körper sich wieder jugendlich aufweiten und dadurch Zellen besser versorgt werden, wir physisch und mental unsere Lebensqualität schnellstens verbessern und das auch anhaltend ist. Also Nahrungsergänzung, es gibt auch noch weitere, aber dieses Kajani-Programm ist dort ein Teil davon. Agilflow, ich erinnere daran, Flow, da geht es um den Blutfluss durch Gerätetechnik. Agilflow, das ist das kleine Lasergerät. Ich kann es jetzt hier nicht zeigen, aber was man am Arm trägt, ich glaube in Agilsmart 10 habe ich es vorgestellt. Und durch wenige Behandlungen, auch wiederum ohne Gefahren, Risiken, kann ich dort Blutdruck, Blutfettwerte, Cholesterin senken und kann der Arteriosklerose entgegenwirken. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass ich mir mit wenigen Minuten Bestrahlung über eine vollkommen ungefährliche Laserdiode hier an der Arterie, die das Blutbild schnell und langanhaltend verbessern können, nämlich die Erythrozyten entsprechend aufteilen können, dass sie auch durch die engsten Arterien in der Endstrombahn die Nährstoffe und auch den Sauerstoff zur Zelle bringen können. Ja, und dann bleibt noch Agilcare. Agilcare, da geht es darum, um ein Gerät, das ich jetzt aber schon gefertigt habe, was in der Zulassung sich befindet. Mit diesem Gerät kann jedermann, kann das für wenig Geld erwerben, kann jedermann Infektionen von Parasiten, das heißt, er kann seinem Körper helfen, mit Bakterien, Viren, Würmern und Pilzen fertig zu werden. Das ist dort, sagen wir mal, die kleine Sensation, dass wir also ohne Medikamente und ohne eine Waffe wie die Antibiotika vielleicht vorankommen können und dort eine Waffe haben, die eben die Parasiten zerstört und nicht stumpf wird wie die Antibiotika. Ja, das waren also diese vielen Agils, Agilsmart und Konsorten. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen Klarheit hineingebracht habe. Auf meiner Homepage ulrich-mtc.de wird nach und nach dort mehr Klarheit geschaffen. Und dort kann man diese, nennen wir es mal Produkte oder Methoden, kann man dort besser noch erlernen. Ich werde aber auch eine ganze Menge noch von Agilsmart-Veranstaltungen bringen, um Vorteile dieser Produkte und Methoden Ihnen anzuzeigen. Ich denke, ich habe die Frage beantwortet. Dann habe ich hier eine weitere Frage von Valentin. Der fragt konkret, kann Bevotum Premium eingesetzt werden, wenn Metallimplantate existieren? Ja, eine gute Frage. Bevotum Premium gehört zur Hochtonfrequenztherapie und nach der Nomenklatur gehört die Hochtonfrequenztherapie auch zur Elektrotherapie. Und die Elektrotherapie darf ja, soweit ich es immer gelernt habe, nicht im Zusammenhang mit Metallimplantaten eingesetzt werden, weil es dort zu Erwärmungen kommt, zu Veränderungen kommt, die nicht gut sind für den Organismus. Ganz anders bei der Hochtonfrequenztherapie, also auch bei Vivotum Premium. Vivotum Premium können Sie einsetzen, wenn Metallimplantate da sind. Das ist auch ein riesengroßer Vorteil. Denken Sie nur daran, bei Versteifungen in der Wirbelsäule, zum Beispiel nach Operationen, und die Patienten haben noch Schmerzen. Wie schön ist es da, dass man diese Schmerzen und deren Ursachen, das heißt die Entzündung, Schwellungen, abbauen kann, obwohl das unmittelbar mit Metallimplantaten verbunden ist. Es gibt also wissenschaftliche Untersuchungen und Messungen von uns Strahlenphysikern, das ist in verschiedenen Stellen der Welt auch nachvollzogen worden, gibt es also Untersuchungen, die beweisen, dass man die Hochtonfrequenztherapie einsetzen kann und auch wenn der Patient Metallimplantate hat. Das gilt also auch für jemanden, der zum Beispiel eine Trigeminusneuralgie hat und dort die Elektroden anklebt vom Vivotum Premium und der hat zum Beispiel dort Metallspangen oder so etwas im Gesichtsbereich oder im Kieferbereich. Kein Problem. Darf eingesetzt werden, ist eine große Ausnahme in der großen Familie der Elektrotherapiegeräte, aber darf eingesetzt werden. Nächste Frage. Ja, bitte. Anne fragt, kann Stickmonoxid schädlicherweise zu viel erzeugt werden? Ah, das geht bestimmt zurück, ist die Frage nach Stickmonoxid, ob das schädlicherweise zu viel erzeugt werden kann. Das geht zurück auf
das, was ich vorhin zum Beispiel zu Kajani gesagt habe, zu dem Nitro FX und Nitro Extreme, und kann natürlich auch mit L-Arginin gesehen werden. Also wenn es über den Weg der Kajani-Produkte die Anhebung des Stickmonoxids gibt, dann ist das regulativ und stört die Stoffwechselprozesse nicht. Da kann es meines Wissens kein zu viel geben. Wir haben da gerade erst einen großen Vortrag gehört von einer amerikanischen Wissenschaftlerin in Frankfurt am Main vor 2 Monaten. Da ist das gesagt worden. Aber im Gegensatz dazu kann man ja auch über L-Arginin Nitroxid im Körper erzeugen. Das sind andere Anbieter, die das bringen. Und dort muss man etwas vorsichtig sein. Wenn man sich dort an die Mengen, die angegeben sind, hält, kann es also auch nicht schädlich sein. Ich kann da wirklich Entwarnung geben. Bei Kajani kann es überhaupt nicht passieren. Und wenn man über die Aminosäure L-Arginin geht, kann es eventuell passieren, aber erst bei hohen Dosen, die unvernünftigerweise eingesetzt werden können. Dann gibt es Reaktionen im Bereich der Mitochondrien und dann hat man diesen mitochondrialen Stress dort. Auch eine Sache, die man erst vor kurzem erkannt hat. Aber bei normalen Einsatz und empfohlener Menge der Nahrung, denn es ist ja immer eine Nahrung, kann dort nichts passieren. Ja. So, es geht nochmal in die Richtung NO. Rolands Frage ist: Agilflu bringt verbesserte Blutflusseigenschaften. Ist es dasselbe wie beim NO? Nein, das ist ein bisschen anders. Also das NO wirkt hauptsächlich auf die, also NO wirkt ja, also Stickmonoxid wirkt ja in vielen Bereichen, nicht nur bei den Gefäßen. Wirkt also auch in der Endstrombahn, da weiten sich die Arterien auf, da kann besser Blut durchfließen und mehr Nährstoffe und Sauerstoff kann dort zufließen zu den Zellen. Und wir haben dort keine Übersäuerung mehr, weil die Gärung nicht stattfindet, sondern eine Atmung der Zellen. Und damit verhindern wir schon eine ganze Menge Krankheiten. Ich wüsste gar nicht, welche Krankheiten nicht mit einer schlechteren Sauerstoffversorgung in den Zellen zu tun hat. Also das macht das NO hauptsächlich, aber NO hat auch noch die Funktion im nervalen Bereich. Neuroprozesse werden verändert, verbessert und so weiter. Jetzt der Blutfluss zu verbessern über Agilflow hängt ein klein wenig damit zusammen, dass NO sich verbessert, aber hauptsächlich geht es darum, die Blutfettwerte herunterzubringen, das Cholesterin herunterzubringen, den Blutdruck herunterzubringen, wenn er zu hoch ist. Da sage ich gleich noch etwas dazu. Und er senkt auch die Viskosität. Das heißt, das Blut wird flüssiger, ohne es zu verdünnen, ohne diese Nebenerscheinungen, die man leider bei Medikamenten, bei sogenannten Blutverdünnern hat, ist es beim Agilflow eine Verringerung der Viskosität. Ja, zum Blutdruck nochmal beim Agilflow. Während ich bei zu hohem Blutdruck Blutdrucksenker wie Beta-Blocker zum Beispiel gebe, dann senkt das brutal den Blutdruck. Wir wissen gar nicht, ob das richtig ist, den Blutdruck so zu senken, aber das ist nun mal die große Show unseres Gesundheitswesens, unserer Medizin, dass man viel Medikamente einsetzt. Und wenn der Blutdruck, nehmen wir einmal an, aus irgendeinem Grunde doch niedrig oder richtig ist, dann senkt der Beta-Blocker oder die medikamentöse Blutdrucksenkung den Blutdruck weiter runter und Patienten können in Gefahr kommen. Sowas passiert bei Agilflow niemals. Agilflow reguliert immer. Selbst für den Fall, dass Sie pathologisch zu niedrigen Blutdruck hätten, würde das sich regulieren zum normalen hin. Aber niemals würden gefährliche Situationen eintreten, dass er brutal einfach den Blutdruck senkt. Sondern das sind Entwicklungen, die man der Natur abgeschaut hat, auch wenn sie mit Elektronik passieren. Also ein kleiner Unterschied zwischen NO-Entwicklung, die bei Agilflow im geringen Maße ist, und bei Kajani zum Beispiel in ganz starkem Maße. Aber weitere Parameter, wichtige Parameter wie Blutfettwerte, Blutdruck, Cholesterin und die Viskosität des Blutes, das richtet Agilflow aus. Ist noch eine Frage? Ich habe noch eine Frage zum CyberKnife. Gerda fragt hier: Mein Mann hat Krebs. Wo erfahre ich, ob er mit CyberKnife behandelt werden kann? Ja, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt akustisch angekommen ist, deshalb wiederhole ich das noch einmal. Hier ist die Frage nach CyberKnife
Und eine unserer Abonnentinnen vom Agile Flow hat einen Mann mit Krebs und fragt, ob sie erfahren kann, ob er mit CyberKnife geeignet ist. Denn wir wissen ja, es gehen ja nicht alle Krebserkrankungen mit CyberKnife, zum Beispiel die Leukämie geht mit CyberKnife nicht. Also da hat CyberKnife nichts zu bieten. Ja, ich baue gerade einen Dienst auf, wo ich Daten vermittle mit CyberKnife-Zentren und dort helfe ich, und da können Sie sich an mich wenden, dort helfe ich, indem ich Ihre Daten dann erlaubterweise natürlich die Bilder und die Befundtexte weitergebe an die Expertengremien. Und die Expertengremien geben dann die Empfehlung CyberKnife ja oder nein. Und was das Gute ist, auch für den Fall, dass ein CyberKnife nicht das Optimale ist, gibt es dort eine Empfehlung dazu. Das sind absolut weltweit Koryphäen, die das machen. Und da werde ich demnächst eine Sendung ausgeben, wie Sie an diese Informationen kommen. Warten Sie noch vielleicht 1, 2 Tage und dann bekommen Sie von mir die Nachricht allesamt und das können Sie nutzen, je nach Bedarf. Noch eine weitere Frage. Ja, bitte. Uli fragt: Ich wurde zur CyberKnife-Behandlung in Punkt, Punkt, Punkt abgelehnt und vermute, dass das gesundheitspolitische, sprich Geldgründe waren. Habe ich durch Sie und Ihre Verbindungen eine Chance zu CyberKnife? Also hier wird gefragt, ob man, wenn man schon mal abgelehnt wurde, irgendwo mit CyberKnife behandelt zu werden und ein komisches Gefühl hat, dass dort nicht die fachlichen Gründe, sondern die Geldgründe dahinter sind, ob man noch eine Chance hat über meine Verbindung. Ich habe eine Verbindung zu deutschen und auch internationalen CyberKnife-Zentren und deren Expertengremien. Und da weiß ich, dass hier und da Patienten abgelehnt werden, weil eben sich dort, wie das hier der Frager Uli auch schreibt, Geldgründe vordergründig sind. Denn wenn ich eine Metastase im Hirn entferne, dann kostet das vielleicht oder bringt einen Umsatz für den Leistungserbringer von vielleicht 20.000 bis 40.000 Euro. Und wenn das über die Strahlenchirurgie geschieht, dann liegt das irgendwo bei 6.000 Euro. Also kann man dort eine ganze Menge Geld verdienen. Aber der Patient hat bei der Neurochirurgie viel, viel mehr Gefahren, mehr Aufwand und Risiken zu tragen. Was bei der CyberKnife-Therapie nicht der Fall ist. Also wenn es dazu kommt, dass aus solchen Gründen das passiert, denke ich, kann ich trotzdem helfen. Ich mache das dann einfach mit einem Trick. Ich senden Sie mir Ihre Daten und ich anonymisiere die und frage anonymisiert nach. So verliert auch niemand sein Gesicht, der dann da eine Zusage gibt und seinem Kollegen dabei auf die Füße tritt. Das ist dann kein Problem. Ich habe schon mehrfach solche Fälle gehabt, dass die Anonymisierung einem da hilft. Und das gilt sowohl für Deutschland. Und wenn ich dort nicht weiterkomme, dann gehen wir auch in Nachbarländer. CyberKnife ist ja schon sehr gut verbreitet, auch außerhalb von Deutschland. Also das wäre schon eine Chance. Ich würde sagen, der Frager sollte die Chance nutzen. Ich gebe, wie gesagt, in 1, 2 Tagen die Information, wie sich diejenigen an mich wenden können. Ist noch eine Frage? Also mir liegen hier keine weiteren Fragen vor. Okay, die noch jetzt bestehenden Fragen, die gestellt wurden, die das allgemeine Interesse nicht haben, den sende ich das dann individuell per E-Mail. Sehen Sie sich also jetzt das Video an, nicht nur jetzt, Sie können es sich aussuchen natürlich, Entschuldigung. Sehen Sie das Video an, staunen Sie so, wie ich gestaunt habe und schreiben Sie mir die Fragen dazu. Nächste Woche werden wir aus diesem Video ableiten und aus den Forschungsergebnissen ableiten, wie wir mit Wasser zu einem besseren Leben kommen können. Ich danke recht herzlich. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.